Thor, ein riesiger deutscher Schäferhund, schlief plötzlich im kalten Schnee ein, direkt neben seinem warmen, gemütlichen Zwinger. Der verwirrte Besitzer beschloss, den Grund für dieses seltsame Verhalten seines Haustieres herauszufinden. Doch was der Mann im Inneren des Zwingers fand, schockierte ihn. In einem der ruhigen Viertel von Baltimore, wo die Winterwinde den Bäumen Geheimnisse zuflüsterten, lebte Thor, ein majestätischer deutscher Schäferhund mit tiefen, ausdrucksstarken Augen, in denen sich die Weite seiner Seele widerspiegelte. Dieser Hund war nicht nur ein Haustier für sein Herrchen Andreas, er war ein treuer Freund, Beschützer und Lebensgefährte. Eines Tages, mitten in einem frostigen Winter, wählte Thor einen ungewöhnlichen Ort zum Ausruhen. Er legte sich neben seinem Zwinger in den Schnee und verließ seinen üblichen Unterschlupf. Das überraschte Andreas, denn Thor hatte immer die Wärme und den Komfort seiner kleinen, aber gemütlichen Behausung bevorzugt. Der Besitzer traute seinen Augen nicht, denn er hatte viel Zeit und Mühe investiert, um dem Hund ein so komfortables Haus einzurichten. Andreas war ein echter Hundeliebhaber und ein begeisterter Anhänger dieser Rasse. Er hatte Thor aufgezogen, seit er ein kleiner Welpe war, und seitdem hatten sie eine tiefe und unzerstörbare Bindung zueinander entwickelt, als hätten sie sich schon ihr ganzes Leben lang gekannt. Als Andreas 3 Stunden später feststellte, dass Thor immer noch außerhalb des Zwingers war, beschloss er voller Angst und Neugierde, den Grund für dieses ungewöhnliche Verhalten herauszufinden. Doch als er sich der Hütte näherte, sah er, dass Thor eine aggressive Haltung einnahm, wie ein Wächter, der einen wichtigen Schrein beschützt. Das war so ungewöhnlich für Thor, der sonst immer so liebevoll und verspielt war, dass Andreas fassungslos vor Überraschung war. Thor war immer ein Vorbild an Loyalität und Freundlichkeit gewesen. Woher kam dieses aggressive Verhalten auf einmal? Andreas erinnerte sich daran, wie er im letzten Sommer, nachdem er mehrere Wochen in seiner Werkstatt verbracht hatte, für Thor ein Meisterwerk der Tischlerkunst geschaffen hatte, das eher wie ein Miniaturhaus als eine gewöhnliche Hundehütte aussah. Es hatte eine schöne Veranda, einen geräumigen Innenraum und sogar weiche Decken, die Andreas persönlich ausgesucht hatte, um Thors maximalen Komfort während der kalten Wintertage zu gewährleisten. Mit dem Einzug des Winters und dem ersten Schnee schien Thor intuitiv zu erkennen, dass sein neues Zuhause der perfekte Ort war, um sich vor dem Wetter zu schützen. Jetzt, an diesem Wintertag, war jedoch etwas anders. In der Nacht zuvor hatte Andreas bemerkt, dass Thor sich seltsam verhielt, als er auf der Veranda seines Zwingers lag. Der Hund schien misstrauisch zu sein, die Ohren angespannt und den Blick in die Ferne gerichtet. Der leichte Schnee bedeckte sanft den Boden und erweckte den Anschein von Ruhe. Aber jetzt, als Andreas Thors Reaktion auf seine Versuche, sich dem Zwinger zu nähern, sah, wurde ihm klar, dass diese Ruhe völlig trügerisch war. Thor, der auf der Schwelle seiner Hütte stand, schien mehr zu sein als nur ein Hund, der sein Revier bewacht. In seinem Verhalten lag ein gewisses Mysterium, ein Geheimnis, das ihn gleichzeitig lockte und ängstigte. Der Hund, der normalerweise den Komfort und die Wärme seines Zwingers bevorzugte, schien jetzt sehr aufgeregt zu sein, seine Ohren waren angespannt und sein Blick auf einen Punkt fixiert. Andreas, der sich hinter den Vorhängen seines Schlafzimmers versteckt hielt, beobachtete den Hund und versuchte herauszufinden, was dieses ungewöhnliche Verhalten verursacht haben könnte. Doch als Andreas versuchte, ihn ins Haus zu rufen, blieb Thor stur, wo er war, und starrte auf seinen Zwinger. Dieses Verhalten war so untypisch für den sonst so gehorsamen Hund, dass Andreas Angst und Neugierde in seinem Herzen wuchsen. Am nächsten Morgen, als er sich dem Zwinger näherte, spürte Andreas den frisch gefallenen Schnee unter seinen Füßen knirschen. Thor begrüßte ihn wie immer schwanzwedelnd, aber als Andreas an ihm vorbei zum Eingang der Hütte gehen wollte, stellte sich Thor wieder in den Weg, als wollte er sagen, nicht jetzt, Herrchen. Das war so ungewöhnlich für einen Hund, dass Andreas völlig verwirrt war. Ihm wurde klar, dass im Inneren des Zwingers etwas vor sich ging, etwas, das Thor für äußerst wichtig hielt. Da er sich an die Vorliebe des Schäferhundes für frisches Steak erinnerte, beschloss Andreas,
dieses als Köder zu benutzen, um Thor abzulenken und endlich hinter das Geheimnis der Hundehütte zu kommen. Zurück im Haus schnitt Andreas das Steak in kleine Stücke und legte sie in eine Schüssel. Sobald Thor seine Lieblingsleckerei roch, reagierte er sofort und zeigte mit seiner ganzen Erscheinung, dass es nichts Vergleichbares zu einer Portion frisches Steak gab. Andreas lud Thor ins Haus ein, und der Hund folgte seinem Herrchen, ganz versunken in die Vorfreude auf die Leckerei. Während Thor sein Steak genoss, schlich Andreas langsam zur Tür, ließ Thor im Haus zurück und ging schnell nach draußen in Richtung der Hundehütte. Als der Mann einen Blick hineinwarf, sah er einen kleinen Schatten, der plötzlich ein lautes und bedrohliches Fauchen ausstieß. Andreas' Herz sank, sein erster Gedanke war eine giftige Schlange, aber er erkannte schnell, dass das unmöglich war, denn draußen war Winter. Vorsichtig und mit unverhohlener Neugier näherte sich Andreas wieder der Hundehütte und zog langsam die Decke zurück. Dem Mann bot sich ein erstaunlicher Anblick, im Inneren saß ein echtes Waschbärweibchen, das sehr furchterregend und sogar angriffslustig aussah, als ob es jemanden beschützen wollte. Trotzdem wagte sich Andreas in die Tiefen des Zwingers und es bot sich ihm ein wunderbarer Anblick von vier kleinen Waschbärjungen, die auf einer weichen Decke lagen. Plötzlich fügte sich alles zusammen. Thor, ein wahrhaft edler und freundlicher Hund, hatte der Waschbärenfamilie sein Haus als Unterschlupf für das kalte Wetter zur Verfügung gestellt. Der Hund hatte die Rolle des Beschützers dieser unerwarteten Waldfamilie übernommen, die in seinem warmen Zwinger Zuflucht gefunden hatte. Nach dieser Entdeckung machte sich Andreas schnell daran, neben Thors Hundehütte einen weiteren Unterschlupf für die Waschbärenfamilie zu bauen. Als die Waschbären bald ein eigenes Zuhause hatten, willigte Thor ein, in seine Hundehütte zurückzukehren, aber er wachte weiterhin mit Wärme und Fürsorge über seine neuen Nachbarn und wurde ihr unsichtbarer und treuer Beschützer. Diese wahre Geschichte war ein weiterer Beweis für die erstaunliche Verbindung zwischen Mensch und Tier und eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, freundlich und mitfühlend zu allen Lebewesen auf unserem Planeten zu sein.